Shalom Aleichem, wir lernen in dem Sefer Musar Pele Yoetz. Heute geht es über das Thema Chashud. Chashud bedeutet verdächtigt. Verdächtigen jemand. Sagen unsere weisen seligen Andenken in Derech Eretz Rabba, Kapitel 5. Jeder Mensch soll bei dir potenziell verdächtig sein, wie ein Räuber, um von ihm zu bewahren. Also das nennt man in Talmud Kabdeu vechashdeu. Jeder Mensch, den man trifft, soll man ihm zuerst ehren, vertrauen und gleichzeitig missvertrauen, verdächtigen. Also niemand sozusagen voll Vertrauen schenken. Immer lassen bei sich eine gewisse Verdächtigung. Warum sagt uns die Tora sowas zu tun? Damit soll der Mensch soll bewahren seinen Körper und sein Geld und seine Vermögen. Also er gibt jemand Vertrauen. Sagen wir, der gibt volle Vertrauen an seine Frau. Und zum Schluss, sie klaut ihm Geld hinter seinen Rücken. Oder tut etwas, die er nicht will. Also, der Mensch, es gibt zwei Partners. Sie haben gute Geschäfte. Nun, eine nimmt ein bisschen mehr von der Kasse, als hat man so abgesprochen und so weiter. Und so kann Sachen am Leben, viele Passierungen sein. Deshalb sagt er, wie sagt man, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also soll man Kabdeu, Kavod geben, aber zugleich, jeder soll bei dir verdächtig sein. Umso mehr zu Sachen, wenn ein Mensch will fromm sein und 100% die Mitzvot halten, bei jemand soll er niemand vertrauen, nicht beim Essen und nicht beim Getränken, bis ist er sicher, dass der andere gemäß seinen Erwartungen so tut. Ich gebe ein Beispiel. Gestern haben wir gegessen mit Familie. Und da hat einer von der Familie gesagt, bei ihm kann man nicht 100% sicher sein, dass wenn er sagt, es ist nüssefrei oder er mischt immer was rein, man weiß nicht, was er reinlegt beim Essen. Also es gibt Menschen, du kannst nicht 100% sein, dass das, was er sagt, das ist genau auch drinnen. Was heißt das? Verdächtig bedeutet, zu prüfen dem anderen, soweit die du kannst, und um zu sehen, ob der andere dir die Vertrauen, die du dich erwartest, auch anspricht. Wie läuft das? Am Leben schenkt man, wie man sagt, langsam Vertrauen. Nicht gleich am ersten Tag erzählt man alle verborgenen Herzenslücken. Kann auch sehr sein, dass Menschen sagen, ja, bei mir 100% Vertrauen und so, und dann hast du dem anderen etwas anvertraut. Und was macht er? Er nutzt gegen dir irgendwann diese Schwäche, die hast du ihm anvertraut. Und das macht die Beziehungen kaputt. Warum? Weil ich war bereit, meine Schwäche zu zeigen und zu teilen und zu erzählen. Was hast du damit gemacht? Das verwendet gegen mich. Was mache ich nächstes Mal? Schweigen. Was heißt Schweigen? Verdächtigt. Was ist verdächtig? Ich will nicht mehr erzählen. Und welche Beziehung ist das? Schwach. Sagt der Pele Yoetz, von vornherein soll der andere in deinen Augen verdächtig sein. Gib ihm keine Vertrauen. Langsam, gib mehr und mehr und mehr und sehe, wie ist die Reaktion. Und du wirst schon spüren, aber sollst immer lassen noch ein bisschen dem Wort Chashud, immer noch verdächtigt. Interessant, nicht nur dem anderen, auch dich selbst. Ein Mensch soll nicht denken in seinem Herzen, ja, ich bin schon ein Zadik. Du kannst sein so wie Rabbi Yochanan Kohen Gadol, Oberpriester, 80 Jahre. Und zum Schluss wird er ein Netzduki, der läuft weg von der Religion. Das heißt, man kann sich nicht mal sich selbst 100% vertrauen, nicht nur dem anderen. Der Mensch kann nicht sagen, sich selbst, ah, bei mir wird nichts passieren und ich bin mit sowas nicht verbunden und
Und so geht das. Deshalb, glücklich ist der Mensch, der achtet auf das, was er isst, mit Wein. Und er kann ruhig fragen dem anderen, ohne zu schämen, haben Sie den Salat geputzt? Welcher Essig ist das? Es gibt Menschen, sie haben Vertrauen an dem anderen und dann fragen sie was und dann sehen sie, der andere hat das aus Versehen etwas doch gemacht, die denen nicht passt. Deshalb, es ist sehr gut zu vertrauen, aber es ist noch besser zu fragen, es ist noch besser zu klären. Beim Klären heißt das noch nicht, dass der andere ist schlecht, aber der andere ist doch verdächtigt. Das Wort verdächtigt klingt heute so Gericht oder Polizei, aber im Judentum Chashud bedeutet vorsichtig. Okay, wenn wir dem Wort verdächtigt, wie sagt man sehr oft, sei mit ihm vorsichtig. Was heißt sei mit ihm vorsichtig? Was ist er verdächtigt? Ja, das Wort verdächtig klingt so talmudisch sehr halb Gefängnis. Aber Vorsicht klingt so milde Problem. Ich würde sagen, ich bin nicht sicher an das, was ich sage, weil er sagt das nicht. Aber wenn ich habe diesen Kapitel gelesen, ich habe verstanden von dem Pelle Yoetz, dass er meint jetzt wirklich, sei vorsichtig. Also dein Mädel datet jetzt mit einer Junge. Du siehst denn das erste Mal. Der Pelle Yoetz wird sagen, der Schwiegersohn ist verdächtigt. Wir werden sagen, nein, der neue Typ ist, sei vorsichtig mit ihm. Es kann sein, dass ihr in ein paar Jahren Auto, Wohnung, Geld, alles ist seine und du bleibst mit die Pyjama. Verstehst du, was ich meine? Also, sei vorsichtig bedeutet, gib nicht gleich deine volle Vertrauen bei dem anderen. Mach das para para, à peu à peu, step by step, noch ein bisschen und dann mehr und mehr. Genauso ist auch dem anderen, jemand gibt dir einen Tee am Schabbes und du kennst nicht genau, wie er lebt. Es kann sein, dass er hat heute dem Wasser gekocht und er hat das nicht gebracht von einem Samovar oder von einem Behälter und so weiter. Deshalb soll man überlegen, wo man isst und soll man auch überlegen, wo man geht und mit wem man trifft. Was sagen wir unseren Kindern? Sei vorsichtig von verdächtigen Menschen auf die Straße. Stimmt? Was jeder eine, der fragt, wo ist Frankfurter Straße, ist er ein Verbrecher? Die Antwort lautet, jein. Es kann sein, er will wissen, wo ist die Straße oder wo ist die nächste Supermarkt. Und es kann sein auch, vorsichtig, muss man ganzes Leben immer mit einer gewissen Vorstufe von Sicherheit. Ja, du kennst doch die Versicherungsperson. Aber manchmal es kann sein, dass er verkauft dir etwas, die du nicht brauchst. Deshalb ist es besser, immer noch einmal zu prüfen und noch einmal zu prüfen. Und so fallen Menschen, sie haben volle Vertrauen an den Arzt, der will nur mein Gutes. Man hat volle Vertrauen an die Apotheke, man hat volle Vertrauen auf den Zahnarzt. Und dann vielleicht ist er verdächtig, vielleicht hat er etwas kaputt gemacht. Nee, ich kenne ihn schon 40 Jahre und wenn du 40 Jahre, ist er nicht verdächtig. Verdächtig bedeutet immer zu prüfen. Einer von unseren Problemen, wir sind manchmal so abhängig, dass wir sie nicht mutig, etwas zu fragen oder zu kontrollieren. Weil, ich arbeite schon mit ihm so lang, bestimmt, das ist schon gut. Nein, verdächtig bedeutet, zu prüfen. Oder mindestens Fragen zu stellen. Man sieht auch bei der Frage, wie schnell ist die Antwort. Manchmal bei der Antwort siehst du schon, etwas stimmt nicht. Also, du stellst eine Frage und der andere verplappert so ein bisschen bei der Antwort. Und da kommen die ersten Signale. Oh, etwas gefällt mir nicht. Manchmal ein Satz, wo jemand sagt, erweckt dir noch einmal die vorsichtige rote Lampe noch einmal zu überprüfen. Verstehst du, was ich meine?
Versteh nicht jetzt den Begriff jetzt Chashud, jeder ist verdächtigt. Aber ein Mensch soll immer mit dem spitzen Finger sich die Sache sehen. Deshalb ein Mensch soll aufpassen, wer er einlädt, mit wem er isst, wo ist er eingeladen, auch bei den Feiertagen. Und er hat auch recht, das habe ich auch gemacht gestern, wir sind zu jemand eingeladen, zum Simchat Torah, erster Abend. Ich habe gesagt, wer sitzt noch bei euch am Tisch? Das habe ich gesagt, dann kommen wir irgendwann anders. Jetzt warum? Weil die Leute am Tisch dort alle reden nur Englisch. Also was wird sein die Hauptsprache am Tisch? Englisch. Was bin ich? Ein Schmuck. Oh, das ist Rav Shlomo Raskin. Ich werde nicht, mein Englisch ist gut, wenn ich rede, unter vier Augen. Aber nicht volle Tisch, volle Gäste, die reden Englisch. Ich rede in Englisch besser, als ich verstehe. Weil beim Reden rede ich meine Wörter. Beim Hören muss ich hören, das, was sie reden. Verstehst du, was ich meine? Dann denke ich, der Gastgeber verdächtig, warum hat er mir eingeladen? Wem wollte er mehr Ehre geben? Mir oder sich selbst? Was? Sich selbst? Verstehst du? Wollte er mir einladen? Okay, kommen wir zu zwei, zu viert, zu fünf mit der Familie. Denn unsere Familie ist im Mittelpunkt. Verstehst du, was ich meine? Der Mensch soll immer überlegen und ist ein guter Mensch, Gott behüte. Aber mir passt das nicht. Mit einer Frage kann man sagen, gerne andere, mal wir alleine oder Leute, die reden nur Ivrit. Oder es gibt sogar Familien, ist auch okay, sie laden an, aber sie essen milchig am Feiertag oder die sind vegetarisch. Muss man die Sachen fragen und klären, sonst gibt das Uneingenehmlichkeiten. Du gehst davon aus, dass die Sachen sind so, wie du dich vorstellst und zum Schluss nicht. Die Sachen sind anders. Deshalb, sogar am Pesach, gibt es Leute, die essen nicht bei den eigenen Brüdern. Weil nicht alle Menschen sind gleich in Vorsichtigkeit. Und jeder Mensch soll es tun, immer an sein Leben, kabdeu vechasdeu. Jeden Mensch volle Kavod geben, volle Vertrauen und keine Vertrauen. Aber volle Vertrauen, damit beginnt man. Und später keine Vertrauen. Beides gleichzeitig und nicht andersrum. Keine Vertrauen und dann ein bisschen Vertrauen. Zuerst Kabdeus, ein Mensch. Ich gehe davon aus, er ist in Ordnung. Jetzt will ich mit ihm, wie man sagt, nähren. Da muss man schon das, was der Pelle sagt, Chashud, verdächtigt, Vorsicht. Wenn du dich dem Bild von Vorsicht prüft, und dann, wenn du willst heute machen, Reiseversicherung zum Ausland für ein paar Tage. Die schicken dir so 30 Fragen. Bist du krank? Hast du Herzprobleme? Fliegst du, um zu machen Schönheitsoperation oder so und so? Warum braucht man so viele Fragen? Verdächtigt. Eine geht jetzt machen Schönheitsoperation und später wird er anklagen, die Versicherung, dass er ist krank im Spital. Es war Komplikation. Verstehst du, was ich meine? Jeder versucht, die Verdächtigung von dem anderen so abzuhacken. Normaler Mensch soll es davon immer beide in der Hand haben. Kabdeu, Kmo Rabban Gamliel, gib ihm Ehre, so wie Präsident von Tzadikim, und denk auch, dass der Mensch ist auch fähig, was ganz Schlechtes zu tun. Und wenn du das reduzierst, kommt man zu einer gewissen Zufriedenheit. Schkoech.